Der deutsche Flughafenbetreiber Fraport ist im Corona-Crash über 56% eingebrochen. Ist die Aktie jetzt also kaufenswert? Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf. Finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist Kolja Barkon und an diesem Sonntag ist es ganz wichtig für euch, dass ihr euch einen schönen, fetten Kaffee holt. Denn wir haben jede Menge hier an der Tafel für euch vorbereitet und wir starten direkt mit der Geschichte von Fraport. Und zwar geht das bis ins Jahr 1924 zurück und zwar auf die Südwestdeutsche Luftverkehrs AG. Damit ist natürlich noch ein ganz kleines Gelände, so ein, zwei Flugzeuge sind da vielleicht am Tag gestartet und gelandet, also nicht wirklich vergleichbar mit der heutigen Situation. Und dann 1936 ist man auf das heutige Gelände umgezogen in Frankfurt. Das hat sich einfach angeboten, weil ein großes Autobahndrehkreuz in der Nähe war, Bahnhöfe und so weiter. Und ja, dann hat sich natürlich in den letzten Jahrhunderten so nach und nach immer mehr dieser riesige Ballungsraum Frankfurt Airport dort entwickelt. Frankfurt am Main ist ja sowieso eine recht große deutsche Stadt. Und das Interessante ist natürlich, dass, was Europa angeht, Frankfurt natürlich neben einigen anderen Flughäfen wie London und Paris einer der zentralen Verkehrsknotenpunkte in Europa ist, mit einem gleichzeitigen natürlichen Monopol. 1945, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, war das natürlich noch alles nicht so groß. Die USA haben natürlich nach ihrem Sieg erstmal den ganzen Laden übernommen und von dort aus gingen diese berühmten Rosinenbomber auch nach Westdeutschland, die dann halt die Nachkriegsbevölkerung ein bisschen mit dem ein oder anderen Kram versorgt haben. 1972 kam das große Terminal 1 dann dazu. 1994 das Terminal 2. Man ist also immer mehr und mehr gewachsen und 1997 kam dann die Expansion, denn Fraport ist ja vor allem bekannt für den Betrieb des Frankfurter Flughafens, aber insgesamt gehören zum Konzern 31 Flughäfen. Allein in Griechenland betreibt man ungefähr 14 Regionalflughäfen. Gleich dazu aber noch ein bisschen mehr. 2001 dann IPO. Vorher war es nämlich so, Fraport war im Staatsbesitz, die gesamte Geschichte über. Und dann 2001 hat man sich entschlossen, ein bisschen Kapital einzusammeln und einen Börsengang zu machen. Also sich ein bisschen vom Investment zu trennen aus staatlicher Sicht. 2019 war der Umsatz bei 3,71 Milliarden Euro. Also schon gar nicht schlecht. Natürlich kein riesiges Unternehmen wie Amazon oder Facebook, aber eben schon doch ein relativ großes deutsches Unternehmen. Und der Gewinn auch nicht gerade schlecht. 420 Millionen Euro im selben Jahr 2019. So, was ist dann jetzt passiert? Aktie hatte ihren absoluten All-Time-High, so ich glaube Ende 2018 oder Anfang 2018, so fast unter 100 Euro notierte die Aktie. Und jetzt im Zuge von Corona ist natürlich der Traffic massiv eingebrochen aufgrund der ganzen internationalen Lockdowns. Und das bedeutet natürlich für Fraport viel weniger Umsatz. Der Aktienmarkt hat reagiert, die Aktie nach unten diskontiert. Und aktuell steht sie nur noch bei ca. 36 bis 37 Euro in diesem Korridor. Jetzt gucken wir uns noch mal ein bisschen so die Aktionärsstruktur an. Ich dachte, das wäre vielleicht ganz cool, wenn wir das hier bei diesen Analysen immer gleich noch mit dazu machen. Wir haben hier, gehen wir noch mal einen kurzen Schritt zurück, 3,49 Milliarden Marktkapitalisierung aktuell. Das heißt, das Unternehmen ist gerade an der Börse fast nur noch so viel wert wie der Umsatz aus dem letzten Jahr. Aber es ist natürlich anzunehmen, dass der Umsatz dieses Jahr im 2020 dann etwas niedriger ausfallen wird. Aktionärsstruktur sieht so aus, dass immer noch 31,3% der Staat Hessen besitzt oder das Bundesland Hessen. 20% die Stadtwerke Frankfurt, also kann man sagen, dass über 50% insgesamt noch in Staatsbesitz ist, was aber ja auch für Flughafenbetreiber nicht unbedingt unüblich ist. Einer beispielsweise, der noch größere spanische Konkurrent, der ist auch teilweise in Staatsbesitz, ähnlich auch wie der Flughafen Zürich und andere Flughafenbetreiber auch. Die Lufthansa besitzt ebenfalls 8,4% an Fraport, fragt sich natürlich, wie lange noch, aber jetzt aktuell ist es noch so. Und dann gibt es noch eine Beteiligungsgesellschaft, Lazard Asset Management, und 35% sind eben im Free Float. Und jetzt wollt ihr natürlich wissen, wie verdient eigentlich dieses tolle Unternehmen Fraport sein Geld? Und das werden wir uns jetzt ja gleich auch anschauen. Aber ich wollte euch noch kurz darauf hinweisen, dass Fraport, das ist ja das Interessante, für Frankfurt und Airport steht.
Genau das Gleiche ist übrigens bei vielen Wortkonstruktionen, wie zum Beispiel dem Wort liken. Und ihr denkt vielleicht, ich mache jedes Mal einfach nur einen Witz, wenn es darum geht, diese Videos hier zu liken. Aber wisst ihr eigentlich, wie ernst die Sache ist? Liken, L-I, steht für Lima. Lima ist die Hauptstadt von Peru. In Peru betreibt Fraport natürlich auch einen Flughafen. Der zweite Wortteil, Ken, wofür kann der stehen? Für KenFM natürlich. KenFM hat das letzte Video am 9.05.2020 hochgeladen. Der neunte Buchstabe des Alphabets ist ein I. I steht für Illuminati, wie wir alle wissen. Was reimt sich auf Illuminati? Natürlich Daniel Aminati. Daniel Aminati hat wiederum einen YouTube-Kanal. Und schaut euch mal das vierte Video von links auf seinem YouTube-Kanal an. Deutlich zu sehen, die ausgestreckte linke Hand mit dem Daumen nach oben. Und jetzt, meine Damen und Herren, was ist der vierte Buchstabe des Alphabets? A, B, C, D. Daumen nach oben für dieses Video. Okay, erstmal durchatmen. Wenn ihr euch von diesem Schock erholt habt, dann kommen wir jetzt zum Geschäftsmodell. Das sind eigentlich vier unterschiedliche Bereiche, in die man hier das Ganze unterteilen kann. Ich habe es mal anhand des EBIT, also des operativen Gewinns von Fraport aus dem Jahr 2019 für euch festgemacht. Aviation und Flugbetrieb, das macht 16% aus. Was bedeutet das? Nun ja, das bedeutet, dass das ganze Geld der Airlines hier, also von Ryanair, Lufthansa und so weiter, an Fraport landet, wenn sie dort mit ihren Maschinen landen, wieder abheben und dort verweilen. Je länger eine Maschine am Boden bleibt, desto mehr Geld zahlt sie an Fraport. Es ist aber so, dass dieses Geschäftsmodell auch reguliert ist vom Staat. Das heißt, Fraport kann hier nicht so viel Geld von den Airlines verlangen, wie sie wollen. Es ist so, die Kosten, die Fraport selber für den Betrieb des Flughafens hat, ja, also Stromkosten, Transport, Personal und so weiter, werden einfach umgeschlagen auf die Airlines plus nochmal eine Kapitalverzinsung von 6,5%. Aber mehr darf Fraport hier nicht an den Airlines abschöpfen, wegen des natürlichen Monopols. Und das macht 16% vom Gewinn aus. Es ist aber auch so, dass Fraport beispielsweise auch expandiert. Das heißt, sie sind ja gerade dabei, den Terminal 3 zu bauen, was ungefähr das jährliche Volumen an Passagieren von ca. 75 Millionen auf über 95 Millionen Passagiere steigern kann. Und das wird natürlich wiederum bedeuten, dass Bestandsinvestitionen in die Infrastruktur und der Ausbau des gesamten Volumens natürlich auch wiederum bedeutet, dass Fraport hier mehr Geld verdienen kann. Aber aktuell 16% vom EBIT kommen eben durch die Airlines und durch dieses Segment. 44%, also ein dreimal so großes Segment, kommt jetzt hier durch das wirklich wichtige Geschäft für Fraport, und zwar Retail und Real Estate. Das bedeutet, nach außen hin ist Fraport vielleicht ein Flughafenbetreiber, aber eigentlich sind sie nicht viel mehr als ein Immobilienunternehmen. Denn die Menschen, die natürlich dort fliegen, die haben natürlich noch ein weiteres natürliches Monopol vor sich. Sie müssen natürlich, wenn sie im Flughafen durchgehen, dann überall durch diese ganzen Läden stapfen und haben sehr häufig sehr viel Zeit, die sie mitbringen, um dann halt auf ihren nächsten Flug zu warten. Vor allem die ganzen asiatischen Kunden, die geben im Durchschnitt 6-mal bis 7-mal so viel Geld an Flughäfen aus wie beispielsweise deutsche Kunden. Und die geben natürlich dort, wenn sie irgendwie bei McDonald's essen gehen oder so weiter, sehr viel Geld aus. Und die Ladenmiete wandert natürlich hier in diesem Fall an Fraport. Das heißt, es gibt natürlich noch daneben auch ein bisschen Bürofläche und so weiter, aber größtenteils macht man hier eben im Retail und Vermietung von Restaurants und Kiosks und Läden und so weiter sein Geld. Das macht 44% vom EBIT. 2%, also ein ganz kleiner Bereich, ist dieses Ground Handling. Das heißt, Fraport organisiert natürlich zum Beispiel auch den Transport, wenn zum Beispiel die Passagiere vom Gate zum Flugzeug kommen mit dem Bus und so weiter. Hier hat man allerdings auch Konkurrenz von anderen Dienstleistern, Unternehmen, die hier auch arbeiten können. Und deswegen sind das eben nur 2% des EBITs. Und dann gibt es eben noch den Bereich International Activities. Das ist im Endeffekt
eine Subsumierung auch von diesen beiden Geschäftsmodellen, aber eben bezogen auf alle anderen Flughäfen, die nicht Frankfurt sind. Frankfurt ist eigentlich so 50% des Kerngeschäfts und das war natürlich früher noch viel mehr, aber mittlerweile machen die übrigen 30 Flughäfen schon auch wiederum 50% des Geschäftes von Fraport aus und das ist hier mittlerweile insgesamt 38% des Gewinns. Der wichtigste Kernbereich, auch wenn ich ja gesagt habe, es gibt 14 Regionalflughäfen in Griechenland, der wichtigste Kernbereich international ist für Fraport aber vor allem einerseits die Türkei und andererseits eben auch Peru. Beispielsweise der Flughafen in Peru, den Fraport betreibt, der hat in den letzten fast 20 Jahren, sogar ein bisschen drunter, die Passagiermenge versechsfacht. Ja? Also ein richtig gutes, gewaltiges Wachstum. Und das bedeutet natürlich, dass hier sehr gute Gewinne gemacht werden können, weil eben natürlich dieser Bereich weitaus weniger reguliert ist als eben dieser Bereich hier oben. Ist ja auch klar, wäre ja auch schön, wenn wir jetzt auch noch hier irgendwie sagen würden, wie viele Burger ich irgendwie am Flughafen essen darf oder so, ne? Obwohl es vielleicht gar nicht so schlecht wäre. Egal, sind wir wieder mal anderen Thema. Ihr seht also, es gibt diese zwei unterschiedlichen Geschäftsmodelle. Einmal hier eben das, dass man von den Airlines das Geld bekommt und auf der anderen Seite eben durch die Immobilien. Ja, und jetzt gibt es so für die Zukunft, wir wollen natürlich immer wissen, wie ist ein Unternehmen für die nächsten 10, 20 Jahre aufgestellt? Eben laut Fraport selbst 4 große Wachstumstreiber, die dafür sorgen, dass auch in Zukunft das Unternehmen und natürlich dann auch die Aktie gut performt. Das ist in erster Instanz hier, dass die Mittelschicht in den nächsten 20 Jahren international um bis zu 50% wächst und das bedeutet natürlich, dass wenn es eine breitere Mittelschicht gibt, diese sich auch mehr Urlaube leisten. Das ist dann der untere Bereich, Tourismus. Und hier gibt es auch noch einen weiteren Trend, wenn man jetzt mal kurz Corona beiseite lässt, einen weiteren Trend hin zu mehr Kurzreisen. Dass man also nicht mehr irgendwie 1 oder 2 große Jahresurlaube macht, sondern dass Menschen, die in die Mittelschicht aufrutschen, halt auch mehr und mehr in der modernen Welt zu Kurzreisen tendieren. Ob und inwieweit sich das jetzt durch das ganze Corona-Thema ändert, das kann man natürlich jetzt noch überhaupt nicht beziffern. Und das schwebt auch so ein bisschen wie so ein großes Damoklesschwert über diesem ganzen Geschäftsmodell, aber dazu gleich dann in der Bewertung etwas mehr. Es gibt aber noch weitere Phänomene, wie zum Beispiel die zusätzliche Migration und die Globalisierung im Allgemeinen, die natürlich auch durch die zunehmende Vernetzung von Kommunikations- und Transportwesen einfach dazu führt, dass natürlich so eine Monopolsituation für Fraport sich immer besser in der Zukunft auswirken wird. Kommen wir aber erstmal zu ein paar positiven Punkten, die ich hier rausgearbeitet habe. Als erstes sehen wir, es ist ein relativ stabiles Business in normalen Zeiten. Zwar hat Fraport eine Verschuldungsquote von ca. 60%, also gar nicht unbedingt wenig, aber das ist ja für Immobilienunternehmen mit einem relativ stabilen Cashflow auch eigentlich durchaus die Regel. Und deswegen ist es auch so gewesen, dass in der Finanzkrise der Gewinn lediglich um 20% für Fraport eingebrochen ist. Ja? Das ist natürlich also ein sehr, sehr, sehr viel stabileres Geschäftsmodell als beispielsweise das der Airlines, die ja in einer Wirtschaftskrise mitunter gleich mal 2, 3 oder sogar 4 Jahre Verluste machen oder zumindest so lange brauchen, bis sie wieder auf dem Vorkrisenniveau sind. Dann haben wir natürlich auch noch einen positiven Aspekt und zwar, dass innerhalb dieses Hubs, ja, also dieser Metropolregion Frankfurt, 2 Drittel aller deutschen Blue-Chip-Unternehmen innerhalb eines Radius von 2 Stunden angesiedelt sind. Und das bedeutet natürlich, dass die meisten Reisen, die durch diese Unternehmen, also Geschäftsreisen und so weiter durchgeführt werden, natürlich über diese Schnittstelle und nicht etwa irgendwie über München oder so weiter abgewickelt werden. Die Nettomarge beträgt im Durchschnitt 11,35%, was auf jeden Fall sehr, sehr, sehr solide ist.
Wir haben in den letzten 5 Jahren ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 9,13%, was ja laut Peter Lynch dann ungefähr so ein Average Grower sein dürfte, also ein durchschnittlich wachsendes Unternehmen. Wir haben hier nicht die Wachstumsrakete, das sollte man auch jetzt hier in dieser aktuell potenziellen Turnaround-Situation verinnerlichen. Und der Gewinn pro Aktie stieg sogar noch ein bisschen mehr. In den letzten 5 Jahren konnte man durchschnittlich 12,37% Gewinnwachstum pro Aktie als Aktionär verzeichnen. Piotrowski Score deutet auch auf eine relativ solide Bilanz hin, 5 von 9 Punkten. Wie gesagt, beim Immobilienunternehmen ist es nicht so einfach, auch den Piotrowski Score oder auch den Alle Aktien Qualitätsscore so 1 zu 1 anzusetzen, weil einfach der Cashflow natürlich relativ stabil ist im Vergleich zu anderen Unternehmen. Jetzt aber ein paar negative Punkte. 60% von all dem ganzen Passagiertraffic, der pro Jahr bei Fraport anfällt, kommt durch ein einziges Unternehmen, nämlich durch die Lufthansa. Ja, das heißt, Fraport ist natürlich im hohen Maße abhängig auch von der Lufthansa. Nicht unbedingt, was nur das angeht, aber ja, die ganzen 100.000, wie viel waren es nochmal bei Lufthansa, könnt ihr euch erinnern? Ich glaube, 350.000 Passagiere am Tag transportiert die Lufthansa, natürlich nicht nur in Frankfurt, aber das sind natürlich auch die ganzen Kunden, die hier natürlich auch Geld lassen, wo Fraport an dieser Stelle Geld verdient. Ja, wenn jetzt Lufthansa pleite geht oder, also ich meine, keiner wird irgendwie jetzt Lufthansa pleite gehen lassen, das haben wir ja schon im letzten Video festgestellt, aber natürlich ist es jetzt während der Lockdown-Phase so, dass die Flüge extrem reduziert sind. Über 90% oder sogar 95% des Traffics ist aktuell bei Fraport hier nach unten gesackt. Und das bedeutet natürlich, dass man eben auch Umsatzeinbußen hat. Einerseits natürlich hier aus dem Geschäft, aber natürlich auch aus dem Geschäft. Weil kein Unternehmen, ob es jetzt irgendein Luxusuhrenunternehmen wie Rolex ist, mit einem kleineren Laden, aber auch McDonald's oder andere Unternehmen, werden dauerhaft die Miete dort bezahlen, wenn eben keine Kunden dort reinkommen. Ja, Verträge hin oder her, da wird man einfach immer neu verhandeln und die werden natürlich dann auch Umsatzeinbußen und Gewinneinbußen machen. Das ist einfach vollkommen klar. Dann gibt es natürlich noch das Thema Staatsbeteiligung. Das kann man jetzt immer positiv oder negativ sehen. Ich sehe es bei solchen Unternehmen wie Lufthansa auf jeden Fall sehr, sehr negativ, da natürlich viele andere Airlines noch nicht diese Staatsbeteiligung haben, man einfach einen Konkurrenznachteil hat. Bei diesen Flughafenbetreibern ist es einfach üblicher, dass der Staat sich beteiligt. Deswegen würde ich es jetzt nicht als so gewaltigen Nachteil im Vergleich zur Konkurrenz und so weiter sehen. Wobei so diese Konkurrenz sowieso in diesem Bereich nicht so sehr herrscht, weil ob ich jetzt zum Beispiel ein Streaming-Angebot von Netflix oder von Disney benutze, das kann ich sofort hin und her wechseln und habe vielleicht auch durchaus mal den Anreiz oder so, das als Kunde zu tun. Aber wenn ich halt eben nach Barcelona oder nach Mallorca fliege, dann muss ich halt auf irgendeine Art und Weise eben auch den Flughafen in Mallorca nutzen. Oder ich kann vielleicht irgendwie in Frankfurt über den Main versuchen, mit einem Boot oder mit einem Stand-Up-Paddle dann irgendwann ins Mittelmeer zu kommen und dann von dort aus eben nach Mallorca. Ja, aber in der Regel werde ich halt nicht komplett nur über Frankfurt schaffen. Deswegen, so viel erstmal dazu. Was das Klima angeht und diese ganze, sage ich jetzt mal, Prä-Corona-Debatte um weniger Luftverschmutzung durch Airlines, durch Flughäfen und so weiter, könnt ihr euch ja gerne auch mal das Video anschauen vom Manager von Fraport, der ja bis 2050 gesagt hat, soll Fraport klimaneutral werden. Und ansonsten ist es so, dass innerdeutschlands, das ist ja vor allem das, was von vielen kritisiert wird, dass es innerhalb von Deutschland so viele Flüge gibt, das macht lediglich 1% des Volumens bei Fraport auf. Deswegen, ich sehe da jetzt eigentlich keine große Sorge, was das angeht, sondern ich sehe tatsächlich das größte Risiko darin, dass man jetzt im Zuge von Lockdowns und ja, Videoconferencing und all diesen ganzen aktuellen Trends mehr und mehr dazu übergeht, zu sagen, hey, vielleicht machen wir einfach in Zukunft weniger Geschäftsreisen und nicht mehr so viel wie davor. Und vielleicht gibt es jetzt einfach eine Art von Trendumkehr, dass man halt eben nicht mehr so viel fliegt wie vorher. Ob es dazu kommt, das kann man jetzt nicht sagen. Ich muss tatsächlich sagen, was die Psychologie von Menschen betrifft, würde ich eher dazu tendieren, dass es langfristig wieder zurücktendiert. Das mag ein Jahr dauern, 2 Jahre dauern,
3 Jahre dauern. Da muss man, glaube ich, auch als Aktionär sehr viel Geduld mitbringen. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass einfach nur durch diesen Grippevirus dauerhaft einfach keiner mehr Lust hat, Geschäftsreisen zu machen, auf Reisen allgemein zu gehen und so weiter. Denn das ist ja auch so, dass diese Geschäftsreisen nicht unbedingt einfach so einfach aus Prinzip gemacht werden, sondern es natürlich durchaus auch Sinn macht, wenn man Leute trifft und mit denen zusammen auch mal bespricht Sachen. Es ist auch eine ganz andere Vertrauensbasis. Da kannst du so viel auf Zoom oder Teamviewer hin und her sprechen, wie du willst. Meine Meinung. Ich glaube, langfristig wird sich das wieder zurückentwickeln oder sogar auf jeden Fall steigende Passagierzahlen langfristig, was den Flugbetrieb angeht, möglich sind. Das ist meine persönliche Meinung. Was jetzt aber das Fazit angeht, ja, und das ist natürlich auch eine der wichtigen Sachen, die man jetzt allgemein bei Aktien aktuell sich überlegen sollte, wenn man jetzt schlagangeschlagene Aktien sich anschaut. Erstens, wie stark leidet denn der Umsatz aktuell? Ja, am Anfang der Corona-Krise wurden ja alle Unternehmen nach unten geprügelt. Mittlerweile gibt es manche, die immer noch einen 50% Abschlag auf das Vorkrisenniveau haben und andere, die schon wieder am All-Time-High oder sogar noch höher als vor Corona tendieren. Das heißt, einzelne Aktien entwickeln sich jetzt langsam auch wieder unabhängig voneinander und ich glaube, das wird auch in zukünftigen Lockdown-Phasen, sollten sie nochmal kommen, wieder der Fall sein. Und da muss man natürlich als erstes immer die Frage stellen, wie krass sind hier diese Umsatzeinbußen? Und da ist also deutlich ein Risiko bei Fraport. Ja. Auf der anderen Seite, die zweite Frage, die noch wichtiger ist, natürlich die Frage der Liquidität. Wie lange und kann das Unternehmen eigentlich überleben? Ja. Und da ist Fraport wesentlich besser aufgestellt als zum Beispiel die Lufthansa, die ja sehr, sehr, sehr viel Geld einfach rund um die Uhr gerade aktuell verbrennt. Dazu sage ich am Ende aber noch mal kurz was. Bei Fraport ist es so, dass man eine durchschnittliche Schuldenlast von 2,4% Zinsen auf all die ganzen Schulden aktuell hat. Und jetzt vergleicht das zum Beispiel mal mit dieser 9% Garantieverzinsung, die der Staat bei Lufthansa will, oder diesen 11% Anleihenzinsen, die zum Beispiel Carnival zahlen muss. Das heißt, Fraport hat ja einfach viel prozentual weniger Schulden zu zahlen und sie können natürlich auch durch Kurzarbeit und so weiter ihre Kosten reduzieren, sodass ich mal so ein bisschen herumgerechnet habe, habe mir auch bei aller Aktien, bei Jonathan das Ganze natürlich durchgelesen in seiner Fraport-Analyse, dass eben ja, die Fraport-Situation so ist, dass sie 10 Jahre lang überleben könnten, auch unter diesen Konditionen. Und das bedeutet, wenn man als Aktionär einen langen Atem hat, dann macht es durchaus Sinn, jetzt mal die Fraport näher zu analysieren und vielleicht sogar zu investieren, weil sollte der Lockdown jetzt gelockert werden und nach die Leute wieder anfangen zu fliegen, und das werden sie unbedingt wollen, ja, dann wird natürlich Fraport auch schlagartig wieder mehr Umsatz und mehr Gewinn machen und die Aktie muss auch einfach wieder nachziehen, weil ein KUV von 1 oder so in Bezug auf den Umsatz von letztem Jahr, der wird nicht lange zu halten sein. Ja, KGV aktuell liegt bei 8. Und jetzt bin ich auch eigentlich so mit der Analyse durch. Was ich noch zu Lufthansa sagen wollte, vielleicht habt ihr es mitbekommen, dass der Staat aktuell in seinem Deal, den er ja mit Lufthansa verhandelt, sagt, dass sie diese 25% plus ein Aktie, die sie haben wollen, damit sie ein Vetorecht bei wichtigen Entscheidungen haben, dass sie die für durchschnittlich 2,56 € pro Aktie erwerben wollen, was einen aktuellen Rabatt von fast 70% auf den aktuellen Kurs ist. Und jetzt merken vielleicht einige Aktionäre oder einige, die Lufthansa vielleicht einfach blind gekauft haben, was das unter Umständen bedeuten würde, wenn der Staat nämlich für 2,56 € in dieselbe Aktie reingeht, in die ihr mit 7 oder mit 8 Euro reingeht, dann habt ihr einfach eine Kapitalverwässerung und eure Anteil am Lufthansa-Unternehmen sinkt halt einfach. Ne? Das wollte ich einfach noch zur Lufthansa dazu sagen. Also man sieht also, wenn der Staat einfach so ein Unternehmen rettet, bedeutet es nicht immer, dass er den Aktionär gleich mitrettet. Und ansonsten würde ich mal sagen, ja, ziemlich viel geredet gerade und auch ein bisschen schneller als sonst. Keine Ahnung, ob das sinnvoll war oder nicht. Kannst mir ansonsten gerne noch ein Feedback geben. Und deine Meinung zu Fraport interessiert mich natürlich
auch. Und du kannst gerne diesen Kanal natürlich auch abonnieren. Da gibt es auch irgendwo so eine Glocke, habe ich gesehen. Wenn man diese Glocke drückt, dann wird man bei neuen Videos sofort informiert. Ja, und ich habe in meinen YouTube Analytics gesehen, dass es noch ein bisschen Aufholbedarf gibt in der Community bei Aktien mit Kopf. Und deswegen drückt mal gerne auf diese Glocke. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Restsonntag. Und wir sehen uns dann schon nächsten Dienstag im neuen Video. Rationale Grüße. Ciao, ciao. Ach, und übrigens, ich glaube, nächste Woche mache ich vielleicht sogar noch mal ein Wirecard-Video. Schauen wir mal, wie die Zeit ist. Schauen wir mal. Oh, ich habe jetzt gerade gesehen, meine Freundin hat mir jetzt gerade hier schon einen Obstteller noch mit reingehauen. Auch nicht schlecht. In der Zwischenzeit könnt ihr schon mal einen Screenshot machen noch, gerne von der Tafel. Schaut mal hier. Habe jetzt hier noch ein paar Erdbeeren und Äpfel bekommen.